Es ist an der Zeit, einen leckeren und gesunden Milkshake zuzubereiten. Dafür benötigen wir eine Scheibe Wassermelone, eine Banane und ein paar reife Erdbeeren. Jetzt müssen wir alles gut umrühren und in ein Glas füllen. Das Ergebnis ist einfach unglaublich. Hey, was machst du denn da, Oma? Ted, was stehst du rum? Ich warte auf meinen Cocktail. Ein paar Minuten und dann sind wir schon fertig. Tada, guten Appetit. Oh, voll schnell, danke. Aber ich hab das doch für dich gemacht. Ah, blöder Mixer. Du kannst noch was erleben. Kartoffeln? Was sollen wir damit anfangen? Na, ganz einfach. Ich wünsche mir ein paar Pringles-Chips. Ach, ganz einfach. Chips? Sowas habe ich noch nie vorbereitet. Aber ich weiß, wo ich das Rezept finden werde. In meinem Zauberbuch. Aha. Das ist ja einfacher, als ich gedacht habe. Zuerst müssen wir die Kartoffeln schälen. Das ist ja voll die uralte Methode. Heutzutage geht das viel schneller. Dafür gibt's so ein extra Ding. Oh, das geht viel schneller. In ein paar Sekunden habe ich bereits die gesamten Kartoffeln geschält. Hey Oma, wie sieht's bei dir aus? Ach, was für eine Geschwindigkeit. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Na, zumindest werden meine Chips mit Liebe gemacht sein. Ich werde noch nicht einmal diese Chips schneiden. Ich benutze noch so ein extra Werkzeug dafür. Ich muss einfach nur dieses Ding da drehen. Fertig! Sieht aus wie ein kulinarisches Meisterwerk. Ich bin bereits in der Würzphase. Meine werden trotzdem cooler sein. Das werden wir noch sehen. Ah, die riechen schon wunderbar. Die kommen jetzt in den Ofen. Ja, geh du nur. Ich werde das auf eine andere Weise machen. Ich werde nämlich meine Kartoffeln frittieren. Oh nein, das Öl kocht viel zu stark. Hilf mir! Oh, wer schreit denn da? Immer mit der Ruhe, die Oma ist bereits unterwegs. Ich muss dieses Feuer hier löschen. Ted, wie kann man nur so dumm sein? Du hättest ja fast das Haus in Brand gesteckt. Deine Chips darf man jetzt nicht essen. Mann, nur alles nur wegen dem Feuerlöscher. Was suchst du aus, Susie? Die will ich sofort probieren. Irgendwie riechen die gar nicht gut. Da habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Und die hier riechen wunderbar. Die sind so schön knusprig. Oma, du hast eindeutig gewonnen. Oh, danke schön. Sei nicht traurig, mein Kleiner. Beim nächsten Mal hast du mehr Glück. Was sollen wir diesmal kochen? Ich wünsche mir Popcorn. Ich hoffe, ihr könnt das schaffen. Zuerst suche ich mir eine gute Bratpfanne aus. Jetzt kommt ein kleines bisschen Öl hinein. Perfekt. Wow. Und jetzt kommen die Maiskörner rein. Deckel zuhalten und poppen lassen. Ach, diese Geräusche gefallen mir ja gar nicht. Wie auch immer, es wird Zeit, ein bisschen Schokolade mit reinzugeben. Komm schon, Oma, du kannst das schaffen. Hör auf, mit dem Popcorn herumzuschießen. Oh, jetzt ist alles in Ordnung. Ich werde nicht diese barbarische Methode anwenden. Ich benutze einfach eine Popcornmaschine. Da kommen die Maiskörner rein und jetzt schalten wir das Ding ein. Ah, wunderbar, es scheint zu klappen.
Oh, so viel Popcorn. Ich muss das irgendwie abfangen. In eine Schüssel oder so. Yeah, das klappt ja richtig gut. Bitte, hör auf. Wir haben jetzt genug Popcorn. Wann hörst du denn endlich auf? Ich glaube, die Maschine fängt an zu brennen. Hilfe! Oh, mein gesamtes Popcorn ist verbrannt. Hier ist nur so ein bisschen Kohle übrig. Das stinkt ja schon wieder. Und schmeckt richtig eklig. Ich muss sofort was Leckeres essen. Oh, Omas Popcorn schmeckt nach Schokolade. Oma, du hast gewonnen. Ach, ich schon wieder? Ach komm schon, Enkelkind, mach dir nichts draus. Jetzt habe ich Lust auf einen großen Hotdog. Das werden wir machen. Oh, was soll das denn sein? Eine Wurst? Wir brauchen eine gute, fette Wurst. Hier kommt Butter rein. So wird der Hotdog besser schmecken. Ted, was machst du denn da? Ha, ich werde eine extra Hotdog-Maschine verwenden. Ich mache mehr als einen Hotdog. Ich mache nämlich mein Würstchen gebacken im Teig. Dafür muss ich nur mein Ei aufschäumen und mit reingeben. Ein paar Minuten und fertig ist unser Würstchen. Und jetzt darf natürlich noch ein bisschen Ketchup nicht fehlen. Ach, das sieht ja appetitlich aus. Aha, deine Bockwurst brennt. Ach, tatsächlich? Wie konnte ich die denn bloß vergessen? In Ordnung, ich gebe einfach ein bisschen Wasser hinzu. Oh nein, mein Würstchen ist verbrannt. Aber das macht nichts. Ich kann es ja noch schälen. Der Rest ist ja noch essbar. Also, ich würde diese verbrannte Wurst sicher nicht probieren. Ach, halt doch die Klappe. Oma, das sieht ja ganz schön gruselig aus. Das werde ich nicht probieren. Aber der Hotdog gefällt mir gut. Probieren wir mal. Richtig lecker. Ted, diesmal hast du gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Na, Oma, was sagst du diesmal? Diesmal wünsche ich mir ein paar Pfannkuchen. Ach, was könnte denn einfacher sein? Ich backe Pfannkuchen mein Leben lang. Ich weiß, wie man einen guten Teig dafür macht. Ach, jemini, das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Ich benutze einfach eine spezielle Maschine. Die wird den Teig für mich kneten. Was ist das denn für ein gruseliges Ding? Ach komm schon, Oma, ich zeig dir, wie das geht. Da kommt einfach das Mehl rein. Jetzt noch ein bisschen Milch. Ich habe sogar ein extra Ding, um meine Eier zu öffnen. Cool, nicht wahr? Ups. Oh, bloß nicht das. Das wird schon. Eierschalen sind zwar nicht das Schönste, aber schließlich haben die Kalzium. Und die Maschine wird das alles so gut durchmixen, das wird ja eh keiner bemerken. Oh, wie hast du das nur so schnell gemacht? Oh, ich habe jahrelang trainiert, mein Kleiner. Jetzt wird's Zeit, den Pfannkuchen umzudrehen. Der erste ist fertig. Und hier kommt noch schön viel Schlagsahne drüber. Sowas kriegst du nicht hin, mein Kleiner. Ich werde Pfannkuchen mit Bildern drauf backen. Die werden richtig hübsch sein. Das siehst du ja gleich noch. Oh, die riechen richtig gut. Schau mal, sieht das nicht süß aus? Ach, du kannst ja nichts außer angeben. Wir werden ja noch sehen, wer die besseren Pfannkuchen hat. Oh, die sehen beide so schön aus. Ich probiere zuerst mal die von der Großmutter. Die schmecken so richtig gut. Die gefallen mir. Und was hat Ted gebacken? Das schmeckt gar nicht. Ist das etwa eine Eierschale? Boah, wie eklig.
Die Oma hat diesmal gewonnen. Na, ich hab doch gesagt, niemand macht Pfannkuchen besser als ich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.